Nie war Drucken leichter. Schicken Sie Ihren Auftrag an cwprint.de. Schon kümmern wir uns darum. In jeder kleinen oder großen Auflage. Und in jedem Format. cwprint.de, Ihr Online-Druckpartner. Jetzt 1000 Flyer ab 19,90. Eines Topspiels mehr als würdig ist die Atmosphäre im Rasterdom. Angeführt von Maskottchen Bob, dem Löwen, und mehr als 3000 Fans im Rücken nimmt es Raster mit den S-Oliver Baskets auf. Frohe Botschaft gleich zu Beginn: Fechters Max Weber gibt nach monatelanger Verletzungspause sein Comeback. Es geht darum, dass Max natürlich defensiv uns sehr helfen kann. Das ist eine seiner Stärken, dass er dann Ton setzen kann. Ich denke, er hat auch sehr viel investiert, hat ja auch ausgefoult. Also denke, dass Max für die lange Pause, die er hatte, insgesamt einen ganz guten Job gemacht hat. Gegen die Übermannschaft der Liga kann Raster zunächst noch gut mithalten. Der Ex-Würzburger Dennis Tinnen mit dem 7:7 für die zuletzt gerade in der Offense schwächelnden Fechter. Steven Arikbabu muss aber mit ansehen, wie sein Team hinten ordentlich eingeschenkt bekommt. Carlos Medlock trifft gleich für 10 Zähler im ersten Viertel. Also auch ohne ihren verletzten Topscorer Darren Fan und den deutschen Starter Sebastian Betz dominiert Würzburg das Spiel und kommt nach 10 Minuten schon auf 25 Punkte. Ja, wir spielen gegen eine Mannschaft, die sehr viel individuelle Qualität hat, die als Mannschaft sehr gut funktioniert, die auch offensiv punkten kann. Ja, das ist ganz klar, dass man die nicht wie vielleicht andere Mannschaften konstant auf 20 oder unter 20 Punkten spielen kann. Wir haben das die ganze Saison gehabt mit vielen Verletzungsproblemen. Teilweise hatten wir 4 Starters auf die Bank verletzt. Dieses Spiel hatten wir 2 auf die Bank verletzt. Natürlich, wenn einer wie Darren Finn fährt, das ist ein großer Teil unserer Chemistry in der Mannschaft und auch der Spielart und Weise. Aber wie die Mannschaft die ganze Saison reagiert, wir schauen nicht für Ausrede. Wir machen die Schuhe ein bisschen fester und finden eine Wege. Und das haben wir meiner Meinung nach sehr gut hingekriegt heute. Sehr erfolglos sind im zweiten Abschnitt dann beider Teams Offensivbemühungen. Raster kann Würzburgs Angriffe vielfach stoppen. Doug Spradley kann aber relativ entspannt zuschauen. Weil auch Raster erst in der 17. Minute der erste Erfolg aus dem Feld gelingt. Und da hat Raster schon 9 Punkte Rückstand. Hoffnung auf ein spannendes Spiel machen die letzten Minuten vor der Pause. Raster gibt noch einmal Gas und der gute Derek Wright verkürzt auf 7 Zähler Rückstand zur Halbzeit. Im zweiten Viertel waren insgesamt nur 23 Zähler zu verzeichnen. Beide Mannschaften haben insgesamt, denke ich, im zweiten Viertel ganz ordentlich verteidigt. Und dann sieht das dann für den einen chaotisch aus. Und der Defense mag, der sagt vielleicht, das war von der defensiven Sicht her ein gutes Viertel. Wir haben eine sehr starke Verteidigungsleistung über 40 Minuten. Vielleicht eine die erste, wo ich habe die Mannschaft gerade gesagt, 36 Minuten starke Verteidigungsleistung. Da war ein paar Minuten, dass ich nicht zufrieden war, natürlich als Trainer. Aber durch die Verteidigung haben wir das Spiel gewonnen heute. Nach dem Seitenwechsel ist Raster aber dran, bis auf 15. Würzburg jedoch hat die richtige Antwort parat, wie eigentlich immer im Spiel. Rubens Boden per Dreier zum 43:35 für die Gäste. Kurz nach Beginn des Schlussabschnitts ist Würzburgs Nummer 7 wieder zur Stelle und erzielt die bis dato größte Führung für die Gäste. 17 Punkte vor, noch gut 9 Minuten auf der Uhr. Der Tabellenführer ist die klar bessere Mannschaft, wird seinem Ruf als Liga-Primus gerecht und beweist Auswärtsstärke. Jermaine Mallett mit dem Dunking zum 61:47 und nicht einmal mehr 5 Minuten bleiben. Die Fans der S-Oliver Baskets können schon feiern. Raster aber gibt nicht auf, hält noch einmal die Fahne hoch. Fabian Franke, wie schon in Cuxhaven einer von Rasters Besten, trifft aus der Ecke den Dreier und verkürzt auf 10 Zähler Rückstand. Geht da etwa noch was? Ja, nächster Angriff, wieder Fabian Franke und wieder drin. Nur noch 8 Punkte Rückstand, gut 3 Minuten bleiben. Um ein Haar stoppt Raster sogar den nächsten Würzburger Angriff. Jedoch nur um ein Haar oder besser um 10. Sekunden. Quasi mit Ablauf der Uhr das 57:68 kassiert, die Vorentscheidung. Wenn wir da erfolgreich verteidigt hätten, wäre es vielleicht noch mal knapp geworden. Leider kassieren wir dann den Dreier.
dann ist das Spiel eigentlich dort schon entschieden. Der Rest ist Punkte sammeln für den Statistikbogen. Die S-Oliver Baskets fahren einen letztlich ungefährdeten Auswärtssieg ein und liegen mit 16:2 Erfolgen unangefochten an der Tabellenspitze. Würzburg feiert, Vechta leidet. Ja, natürlich sind wir enttäuscht, dass das Spiel verloren wurde. Wir sind in das Spiel gegangen, um erstmal gut zu spielen und dann natürlich auch hier zu Hause zu gewinnen. Ich denke, wir haben eine Menge investiert, vor allem defensiv. Leider war es auch wegen der guten Defense, die Würzburg heute gespielt hat, gerade im zweiten Viertel sehr, sehr schwer zu punkten. Punkte sind es, die Raster mittlerweile im Playoff-Rennen fehlen. Nur noch auf Platz 9 liegen die Vechtaer. Der Respekt vor dem BKBBL-Absteiger aber schwindet nicht. Doug Spradley jedenfalls möchte in den Playoffs nicht so gerne auf den geilsten Club der Welt treffen. Jede Mannschaft, die in den Playoffs kommt, hat die Möglichkeit, das Aufstieg zu schaffen. Wir bleiben einfach vom Spiel zu Spiel und ich glaube, wenn Vechta ein bisschen mehr Rhythmus bekommt, dann wird er eine sehr starke Gegner in den Playoffs für irgendeine Mannschaft. Am Montag dann die Nachricht, Rasters Kader wird noch einmal verstärkt. Zu Axel Jarchow, Donald Lawson und Co. stößt Richie Williams, ein Aufstiegsheld in Vechta aus dem Sommer 2013. Mit ihm soll auch das Lachen nach den Spielen in den Rasterdom zurückkehren. Nie war Drucken leichter. Schicken Sie Ihren Auftrag an cwprint.de. Schon kümmern wir uns darum. In jeder kleinen oder großen Auflage. Und in jedem Format. cwprint.de, Ihr Online-Druckpartner. Jetzt 1000 Flyer ab 1990.